Hallo Leute, wie ihr sehen könnt, vor euch ist eine alte Barbie-Puppe und dieses Video heißt dann: Ich mache einen Kleid für meine Barbie-Puppe. Ich werde euch Stück für Stück zeigen, wie ich angefangen habe. Ich werde nicht so viel erzählen, wie ich was ausschneide, das seht ihr in dem Video. Also, bis bald! Sobald ihr ein Template aufgeschnitten habt, könnt ihr jetzt davon zwei Stück ausschneiden von eurem Stoff eurer Wahl. Ich werde diesen Stoff benutzen. Sobald ich es habe, werde ich versuchen, das jetzt auszuschneiden. Zwei Stück davon. Und dann hier bis hierhin, wo die Linien sind, zuzunähen, hier oben. Und das hintere Bereich werde ich ein bisschen offen lassen, damit ich die Puppe reinstecken kann, also beziehungsweise anziehen kann. Und dann, das werde ich einfach mit Velour oder Klettverschluss zumachen. Das seht ihr ja gleich. So, ich habe bereits alle Teile zusammengenäht. Ich habe noch ein paar Ärmel dazu genäht und alles per Hand genäht. Ich hätte auch natürlich auch eine Nähmaschine nehmen können, aber der streikt gerade und der will einfach nicht funktionieren. Aus irgendeinem Grund, keine Ahnung warum. Und ich glaube, der ist, glaube ich, auch kaputt. Und ich werde mir demnächst eine neue kaufen. Und so sieht das fertige Kleid an. Ich muss es nur umdrehen, damit die schöne Seite nach außen kommt. Und hier hinten muss ich noch Velour dazu nähen, damit ich das hier hinten, den Hinterbereich, zumachen kann. Aber ich werde das erstmal umdrehen. Die Puppe anziehen lassen, dann seht ihr zum Schluss, wie das fertige Kleid aussieht. So, nach dem Nähen sieht das Kleid so aus. Jetzt passt ihr. Die Ärmel ist okay. Ich hätte es vielleicht ein bisschen kürzer machen können. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit ihr. So, hier sind noch einige Beispiele von anderen Puppen, die ich gebraucht gekauft habe und einfach neue Frisur oder neue Klamotten angenäht habe oder gestrickt oder gehäkelt. Schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr das Kleid findet oder die anderen Kleider meiner Puppen. Liken, kommentieren, abonnieren.